Und wir uns statt einer schwarzen eine braune Hand holen. Ich fange heute einfach mal an. Wie gewohnt, links nach links zu schauen. Okay, das sieht schon mal schlecht aus. Ja. Hier gibt es auf jeden Fall Öl. Und ich muss definitiv einen Kredit aufnehmen. Zumindest um mir die ersten Wagen hier kaufen zu können. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal im Geschäft. Förder das erste Öl. Problematisch ist nur, dass hier eine Felswand ist. Nein, nicht überlaufen lassen. Das wäre das Allerschlimmste, was jetzt passieren könnte. Ich versuche einfach mal hier außen rum zu bohren. In der Hoffnung, dass da vielleicht kein Fels ist. Klonk. Ja, da muss hier einfach durchgebohrt werden, so. Hilft ja nichts. Das Rohr wird abgegradet. Dann wird hier drüben dann gleich weiterhin verkauft. Dass zumindest ein bisschen Geld reinkommt. Problem ist auch, dass die Preise extrem in den Keller gerade gehen. Ich werde schon einmal hier ein bisschen Boden scannen, hoffen, dass ich hier ein bisschen mehr Öl finde. Was aber nicht danach aussieht. Hier ist ein bisschen was. Wenn jetzt hier nicht ein großes Vorkommen ist, dann habe ich hier echt ein schlechtes Stück Land erwischt. Leider. Ja, okay, damit lässt sich noch was anfangen. Hier oben wird wahrscheinlich Gas sein, ja richtig. Jetzt kommt auf jeden Fall mehr Geld rein. Die Rohre müssen definitiv ausgebaut werden. Jetzt brauche ich ein zweites Rig hier oben. Dann will ich das Vorkommen anstechen. Hier muss ich jetzt auch schon mal anfangen zu fördern. Und am besten auch noch hier unten. Dass ich hier mal ein bisschen aufs Tempo drücken kann. Nein, 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 nein. Spillage. Weil ich die Wagen nicht abgegradet habe. Was für ein verdammter Ärger. Okay, jetzt ist es soweit. Aber leider bis zu spät. Kostet wahrscheinlich wieder so 5.000, 6.000. Ganz sportliche Geschichte. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier im Game, was das Fördern angeht. Genug Wagen habe ich. Ja. Dann drücke ich ein bisschen aufs Gaspedal. Und werde nochmal kontrollieren, ob hier noch ein bisschen Öl liegt. Öl und Gas. So, und 78 Cent, das ist mir schon wieder zu wenig. Ich baue nochmal zwei Silos, die ich voll ausbaue. Obwohl, ich baue mal alles mit Silos voll. Und fördere jetzt einfach mal so schnell wie es geht hier das Öl. Was bist du? Öl oder Gasöl? Okay. Hier sind wir gleich leer, da kann ich den weiter ausbauen. Bin ich mal gespannt.
ziehen wir jetzt hier alles schnell durch. Wir haben ja auch immerhin schon wieder Juli. Okay, jetzt kann ich hier durchstechen. Er sieht mir auch schon verdammt leer aus, also kann er auch hier nach unten gehen. Hier sind wir schon wieder kurz zum Überlaufen. Schlechte Sache. Okay, die Preise sind noch relativ mäßig aktuell. Ich frage mich nur, warum die hier nichts abfüllen. Na jetzt. Gut. Das auch nochmal ausbauen, genauso wie das hier hinten. Und jetzt ist der Preis bei einem Dollar. Da wird es verkauft. Da macht es ja definitiv wieder Sinn zu fördern. Links steigt der Preis auch schon wieder langsam. Ja, das ist doch eine feine Sache. So, 1,04 $, paar 80 Cent. Ja, jetzt gleich wird es sinnvoller, drüben zu verkaufen. Und das war es auch schon gleich mit dem Öl. Ja, Geld haben wir auf jeden Fall gemacht. Ich will jetzt nur noch mal vorsichtshalber hier so ein paar Testbohrungen setzen. Ja, ich belasse es jetzt dabei. Denn ich vermute auch, dass wir jetzt ganzen Batzen Geld bezahlen müssen wegen der Spillage-Geschichte. Minus 8.900, alter Schwede. Verdammter Mist. Da habe ich echt nicht mit gerechnet. Aber ich habe immerhin noch 113.000 Dollar. Bin immer noch hier der reichste Kerl in der Gegend. Und auf der Stock Auction werden heute 7 Anteile verkauft. Da muss ich auch zuschlagen, definitiv. Und ich besitze, wie gesagt, 113.000 und der nächste hat 74.000, beziehungsweise die gute Daisy ist das. Ja, dann werde ich auch für ca. 70.000 zuschlagen. Zack. Damit besitze ich jetzt 40%. Es fehlen noch 11%. Dann sind wir der Bürgermeister. Wir liegen finanziell gesehen immer noch ziemlich weit oben. Passt also. Und geht's direkt ans nächste Stück Land. Ich versuch's auch einmal hier auf der mittleren Seite. Mittlere Seite ist auch, ja, etwas speziell. Nee. Zack. Gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. Wir lassen uns hier nicht verarschen von euch. Sollen die doch ihr ganzes Geld dafür ausgeben. Wir haben vor, hier Bürgermeister zu werden. Größere Ziele. Okay, nächste Runde geht los. Okay, kleines Ölvorkommen. Damit lässt sich anfangen, aber mehr auch nicht, leider. Der Anfang ist gesetzt. Ja, aber ist halt wieder ein zäher Start. Preislich gesehen ist das ja auch keine Berühmtheit. Vielleicht werde ich auch wieder ein bisschen Geld leihen. Dafür müsste ich allerdings hier ein schönes Vorkommen finden. Ja, mäßig ist das. Ich werde mir 1000 Dollar leihen, auf jeden Fall ein Silo setzen, dass ich nicht dorthin bauen kann, wo ich möchte.
Okay, 78 Cent, 79, 80. Da kann einer schon mal von beiden wieder verkaufen. Zumindest damit anfangen. Denn ich werde mir jetzt als erstes gleich mal das Pferde-Upgrade leisten. So, jetzt mehr Kapazität für die Kutschfahrzeuge. Das ist auf jeden Fall angenehm. Und ich habe hier so viel Geld, dass ich hier mal einen Blick riskieren kann. Oh, 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 da sehe ich was, was mir sehr gut gefällt. So, das ist das Öl, was hier geliefert wird. Werden wird. Ich werde bauen. Dem nächsten paar Silos, glaube ich. Drüben steigt der Preis, glaube ich, langsam. Zuerst ein paar Wagen dazu. Dann wird hier gleich das nächste Rig gebaut. Komm, wir müssen jetzt damit anfangen. Zwei Rohre. Los geht's. So, preislich ist das schon wieder hier ein ziemliches Armageddon. Okay, 65 Cent, 70 Cent. Da geht's ja langsam nach vorne. Wir haben jetzt Mai. So, jetzt komme ich in den Dollarbereich. Jetzt wird definitiv verkauft. Und sobald ich wieder ein bisschen Geld habe, werden hier die Rohre ausgebaut. Jetzt muss ich nämlich langsam mal ein bisschen mich beeilen. So, ausbauen. Genauso wie hier. Dann brauche ich definitiv mehr Wagen und schnellere Wagen. Ich darf hier keinen Überlauf diesmal produzieren. Das wäre auf jeden Fall richtig fatal. Okay, der Preis fällt hier. Ich werde das Öl erstmal zurückhalten. Über einen Dollar. Der wird verkauft. Und dann werde ich nochmal hier einen kleinen Blick in den Bereich der Karte riskieren. Man weiß ja nie, ne? Genau auf sowas habe ich gehofft. Vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Ach, das sieht schlecht aus. August, dann werde ich das hier auch mal mit höchster Geschwindigkeit fördern. Problem ist, dass die Preise jetzt hier auch fallen. Aber ich versuche das Level jetzt einfach hier schnell abzuschließen. Ja, ich kann es ja kurz mal einlagern. Zumindest bis das Ölvorkommen erschöpft ist. 21.000 Dollar ist jetzt auch nicht die Welt gewesen, die wir verdient haben, ne? Steigt das Ganze hier wieder ein bisschen. 80 Cent. $1.10, kriegen wir es hin? Ja, komm. Einmal bitte abtransportieren.
Geld verdienen und dann machen wir Feierabend. Okay, 2 Ölvorkommen habe ich übersehen. Trotzdem 23.000 Dollar verdient, es ist nichts übergelaufen. Ich bin zumindest, ja, so mittelzufrieden. Und dann schaue ich mir bei der Stock Auction vorbei. Es werden 3 Anteile verkauft. Und ich habe immer noch am meisten Geld. Der nächste Bewerber hat 56.000, da würde ich mal so um die 45.000 ist mein Preis für die Anteile. Zack, 40.000. Ast rein. Damit liege ich jetzt bei 43% und muss jetzt allerdings auch in den nächsten Auktionen nachlegen und auch gutes Land jetzt haben. Das ist ziemlich wichtig. Ja. Hier sieht es ja noch ganz gut aus. Also ich werde jetzt mal versuchen, das Stück Land zu kriegen. Gehe aber stark davon aus, dass der Computer mir das von der Nase wegschnappen wird. Also mache ich einfach was ganz anderes und gehe hier oben in die Ecke. Und da falle ich entweder mit auf die Nase oder verdiene mir ein goldenes Näschen. Da muss ich einfach mal schauen, wie das läuft. So. Dort gibt es auf jeden Fall schon mal Gold und einen Diamanten. Dann schicken wir hier den Mol mal los. Zum Buddeln. Und du darfst hier ruhig mal das Öl verkaufen. Auch wenn der Preis kein guter ist. Und kommt er noch rechtzeitig zurück? Wird er schon, ne? Ja, das läuft auf jeden Fall. Und ich brauche mehr Ölquellen. Die es hier hoffentlich gibt. Sonst bin ich hier ziemlich in den Arsch gekniffen. Und das wollen wir ja nicht. Auf keinen Fall. Ja, es kann nur besser werden. Also bis jetzt ist das eine ziemliche Enttäuschung hier. Eine ziemliche sogar. Nö, dann gebe ich das Geld hier wieder für die Bodenscans aus. Ja genau, damit lässt sich arbeiten. Kostet 600 das Rohr. Hier unten ist auch noch was. Ist das Öl oder ist das... Sieht mir nach Öl aus, auf jeden Fall. Gut, jetzt muss ich mal langsam hier ein bisschen auf die Geschwindigkeit drücken. Da fehlt mir noch ein bisschen Geld für. So, jetzt kann's losgehen. Und jetzt wird der Preis hier natürlich wieder schwach. Unter einem Dollar, da werde ich es auf jeden Fall drüben versetzen. Und brauche dann auch von meinem verdienten Geld gleich mehr Kutschfahrzeuge. So, 2 Stück auf jeden Fall. Das Upgrade habe ich auch direkt gekauft. Ich mache noch zu wenig Geld. Ärgerlich. Bei dem Preis hätte ich gerade richtig Kohle verdienen können. Naja. Man kann nicht alles haben. So, 2.000 Dollar sind wieder verdient. Dann werde ich jetzt nochmal das Land aufdecken.
Hier muss noch was geben, weil das hat mich echt ein bisschen angeschmiert. Das ist Gas, das ist Öl. Das ist auch Öl. Jetzt brauche ich hier mal einen Schlachtplan. Hier werde ich anzapfen. Und hier hinten baue ich mir noch ein neues Rig. Aber es ist ein, ne, mieses Stück Land. Sehr mies. Oh, der Ölpreis ist auch ziemlich im Keller. Das macht alles momentan keinen Spaß hier. So, rechts steigt er jetzt langsam wieder. Dass ich zumindest dort verkaufen kann. Und jetzt geht's schon wieder Richtung Überlaufen. Spillage. Damit bin ich jetzt im negativen Bereich. Das ist ganz böse. Ausbauen und aber hier geht auch nicht mehr viel. Nee. Nee. Gut, dann ziehe ich das Level hier einfach schnell durch und hoffe dann beim nächsten Mal wieder ein besseres Stück Land abgreifen zu können. Das ist echt traurig. Jetzt bin ich wahrscheinlich so auf plus minus null. Dann brauche ich wenigstens 4000 Dollar, um ja die Pachtgebühr bezahlen zu können. Mhm. Ach, wie ärgerlich. Ich dachte, das wäre jetzt mal ein guter Plan, einfach mal ganz woanders hinzugehen, aber scheinbar nicht. Das letzte Vorkommen neigt sich dem Ende. Das ist der letzte Wagen, der was wegbringt. Und wir machen Feierabend. Stop Level. Gut, ein Mini-Ölvorkommen habe ich übersehen. Und wir haben insgesamt 7000 Dollar plus gemacht. Hey.